Bitte, nein, das ist nicht richtig. Unter Tränen fleht die Schwester von George die Polizisten an, von ihrem am Boden liegenden Bruder abzulassen. Immer wieder weist sie die Beamten darauf hin, dass er gerade erst eine Magen-OP hatte. Kurze Zeit später stirbt George in Polizeigewahrsam. Sein Tod wird der Öffentlichkeit aber zuerst nicht mitgeteilt. Bei Familie, Freunden und in dem griechischen Restaurant, in dem er 6 Jahre lang arbeitete, fragt man sich, ob George sterben musste, weil die Polizei zu hart mit ihm umging. Wir wollen Antworten haben. Und es stand geschrieben, dass die zwei sich gestritten haben. Das stimmt nicht. Wenn ich mich auf Griechisch mit jemandem unterhalte, hört sich das bei vielen an, oh, die streiten sich gerade. Warum schreien die so? Die haben Krach. Nein. NRW-Innenminister Reul zeigte sich vor seiner Befragung kurz angebunden. Dazu kann ich Ihnen das sagen, was ich gleich im Ausschuss vortragen werde, nämlich dass das ordnungsgemäß gelaufen ist. Im Innenausschuss schilderte er George dann als sehr aggressiv bei seiner Festnahme und später auch bei der Blutabnahme. Dabei sei er plötzlich bewusstlos geworden. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Obwohl der 25-Jährige laut seiner Schwester an dem Abend LSD und Alkohol konsumiert habe, dass George auf der Wache an einem Herzinfarkt gestorben sein soll, glaubt sie nicht. Sie hat nun Anzeige gegen die Polizisten erstattet.